Supraleiter sind ganz besondere Materialien, die Eigenschaften zeigen, die kein anderes Material hat. Das Hervorstechende zunächst mal ist, dass sie keinen elektrischen Widerstand haben. Das heißt, ein Strom kann absolut verlustlos geleitet werden. Eine zweite Eigenschaft ist, dass ein Magnetfeld aus dem Supraleiter herausgestoßen wird oder wenn es bei höheren Feldern eindringt, dann dringt es ein in Form von Flusslinien, die verankert werden können. Somit kann ein Magnetfeld, eine Magnetfeldkonfiguration im Supraleiter ganz fest verankert werden. Das Problem ist nur, dass man tiefe Temperaturen braucht. Bis vor ca. 25 Jahren musste man mit flüssigem Helium kühlen. Jetzt hat man Supraleiter, die keramischer Art sind und die mit einer Kühlung auf minus 196 Grad Celsius auskommen. Das ist aber genau die Siedetemperatur von flüssigem Stickstoff und flüssiger Stickstoff. Damit kann man sehr leicht umgehen. Die Supraleitung hat sich seit mehr als 20 Jahren in der Medizintechnik bewährt. Anwendungen wie die Magnetresonanztomographie sind ohne Supraleitung völlig undenkbar. Aktuell hält die Technologie Einzug in großen Systemen der Energietechnik. Stichworte hierzu sind zum Beispiel verlustfreier Stromtransport, Schiffsantriebe oder Windkraftgeneratoren mit sehr hohen Leistungsdichten. Besonderes Potenzial sehe ich aber auch in kleinen und mittleren Systemen der industriellen Automatisierungstechnik. Mit Supraleitung haben wir erstmals die Möglichkeit, eine völlig neue Art der schwebenden Lagerung zu realisieren. Sie erlaubt es, einen definierten Abstand einzuhalten und somit mit einem Handlingssystem in geschlossene Räume einzufahren bzw. durch Wände hindurch operieren zu können. Hier kann die Supraleitung ihre Vorteile wie berührungslose Kraftübertragung, stabile Führung und reibungsfreie Bewegung voll ausspielen.